Hey, Mr. Shanley! Sie, Mr. Shanley! Shanley! Hey, Shanley! Sekunde mal, warten nicht Sie jetzt, heute. Buttermaker. Ich muss weg, ich habe eine Verabredung. Oh, so spät schon, ich habe eine Verabredung. Mann, Vorsicht! Wollen Sie mir meinen 400-Dollar-Anzug versauen? Wissen Sie, was das ist? Das ist eine 120-Dollar-Rechnung. Seit 3 Monaten laufe ich mir schon danach die Hacken rund. Oh, Buttermaker, Sie scheinen es noch nicht zu wissen. Ich bin pleite. Ach, wirklich? Klingt aber nicht gut. Sie meinen so richtig pleite, Haus weg, Auto weg, keinen müden Dollar mehr? Ganz so ist das nicht. Läuft doch alles auf den Namen meiner Frau. Wofür halten Sie mich? Und meine Rechnung? Das ist was anderes. Die läuft auf meinen Namen. Und nach dem Konkursverfahren kriegen Sie gerade mal 10%. Einen Moment. Wollen Sie damit sagen, ich habe 3 Monate gearbeitet für 12 Dollar? Das nennt man Geschäftsrisiko. Ich darf mal, ja? Geschäftsrisiko, ja. Hey Mann, jetzt hören Sie mal gut zu. Vergessen Sie meine Rechnung. Und viel Glück bei Ihrem Konkursverfahren. Weißt du? Hey Mann, können Sie nicht sehen, dass ich es eilig habe, Sie Dackel? Dr. Rapans Büro, wie komme ich da hin? Dreimal die Nase rum am linken Ohr vorbei. Ist ja ganz klar. Hat der Dackel gesagt? Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo, darf ich reinkommen? Hallo, kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Sie könnten Dr. Repent ausrichten, dass Morris Buttermaker da ist. Eddie, hier Buttermaker, ja. Pass auf, 10 Dollar auf Daddy's Folly im 4. Rennen. Daddy's Folly. Daddy's Folly, das ist ein Pferd. Ja, und Dr. Repent kann Wetten gar nicht leiden. Hallo, Eddie. Ja, Sie hören dann wieder von uns.
Sie können sich setzen, Mr. Buttermaker. Ich habe eine Menge zu tun. Also kommen wir gleich zur Sache, ja? Sie sind Dr. Repent? Mhm. Und da gehe ich, Idiot, seit Jahren zu einem klapprigen Doktor mit einem kalten Stethoskop. Nein, nicht Doktor der Medizin. Ich bin Doktor der Philosophie. Also, was kann ich für Sie tun, Mr. Buttermaker? Mister? Nicht doch. Ich bin auch ein Doktor. Ein DSBR, Doktor der Schwimmbeckenreinigung. Also gut, kommen wir gleich zur Sache. Meine Frage ist, wären Sie bereit, Trainer der Weaver-Bären zu werden? Nein, ich wäre aber bereit, über das Gehalt zu sprechen. Ich kriege $20 für meinen Schwimmbeckenservice und so viel will ich auch fürs Training haben. Und das finde ich noch billig. Beim Schwimmbecken muss man nämlich keine Rotznasen putzen. Das Gericht sagt aber in seinem Urteil, dass Sie hier ohne Bezahlung arbeiten sollen. Ach so, um dem Gericht einen Gefallen zu tun? 15. Ersatzweise ein Jahr Gefängnis. 10. Was wäre das Existenzminimum? Sie haben doch einen Kardiak ins Schwimmbecken gefahren. 5. Jetzt mein Vorschlag, Mr. Buttermaker. Gar nichts. Gar nichts klingt gut. Da habe ich die Chance, mich hochzuarbeiten. Mit Ihnen ist wirklich schwer handeln. Jetzt möchte ich Ihnen etwas über unsere Schule erzählen. Unsere Kinder sind, wie soll ich sagen, etwas Besonderes. Andere Schulen schicken sie zu unserer Schule. Nun ja, weil es gibt manchmal ein paar Probleme. Ich verstehe schon. Der Laden ist voll von Rockern im Zwergformat. Ah, nicht ganz so schlimm, Mr. Buttermaker. In gar keinem Fall wäre einer von Ihnen fähig, einen Kardiak in ein Schwimmbecken zu fahren. Darüber sollten Sie mal ernsthaft nachdenken. Ogilvy? Ogilvy? Das ist unser neuer Trainer, Mr. Buttermaker. Ogilvy, der Mannschaftskapitän, wird Sie herumführen. Ist der Knabe irgendwie bewaffnet? Mr. Buttermaker, finden Sie, dass er nach einem Schwerverbrecher aussieht? Dr. Repent hat völlig recht. Die Schüler demonstrieren ein von der Norm abweichendes psychosoziales Verhalten. Wissen seine Eltern, was der Knabe hier alles vom Stapel lässt? Sie finden sich wohl sehr witzig. Also dann, willkommen auf Weaver, Mr. Buttermaker. Ogilvy, du wirst Mr. Buttermaker alles zeigen. Selbstverständlich haben Sie auch ein eigenes Büro. Was Sie nicht sagen. Das ist meine Mütze! Viel Glück. Ja. Sehr gut gefangen. Du musst auch noch schneller abspielen. Und zurück. Gut so. Hey, die Mannschaft ist nicht übel. Deswegen ist er auch Meister. Trainer von so einer Mannschaft zu sein, könnte Spaß machen. Da haben Sie nicht Unrecht. Aber das ist nicht unsere Mannschaft. Das ist unsere Mannschaft. Hey, du dicker Klops. Gib mein Handschuh zurück. Du verdrehst mir meinen Wurf am Laster. Ach ja, den brauchst du doch sowieso nicht. Oh. Gib mir meine Handschuhe an. Wenn ich ein Indianer wäre, dann würde ich dich skalpieren. Versuch's doch. Okay, okay, Jungs, jetzt reicht's. Die Übung heben wir uns für später auf. Aufstehen, sonst gibt's was hinter die Ohren. Der will eine Schlägerei mit uns. Jungs, das ist Mr. Buttermaker, unser neuer Trainer. Hey, das ist Spitze, der Dackel, unser neuer Trainer. Gleich wird er sein Bier ziehen und uns damit abknallen. Also, wenn hier nicht Baseball gespielt wird, dann hole ich mir einen Zentner Pizza, ein Fass Milchshake und ein Laster vom Fritz. Hebt ihr das für später auf. Wir spielen. Los aufs Feld. Sind Sie blind, Butterbrötchen? Da draußen wimmelt's nur so von Löwen. Was macht er, wenn ich ihm eins hinter die Löffel haue? Er wird Sie verklagen. Ja, das traue ich hinzu. Das nennst du schlagen, du Flasche? Achte auf dein Handgelenk. Dein Handgelenk! Maurice Buttermaker, ich bin der neue Trainer der Bären. Roy Turner, mein herzliches Beileid. Was glotzt du mich denn so an, du Niete? Da drüben steht der Werfer. Ist mein Sohn. Ein herzhaftes Verhältnis. Hey! Ist der nicht mehr ganz bei sich? Hey, verzieh dich mit deiner Mühle, du sollst verschwinden! Mach, dass du wieder in deinen Käfig kommst, du Idiot! Noch ein Sohn von Ihnen? Nein, der Bengel glaubt, er hat es unheimlich drauf. Er heißt Kelly Leak. Kann nichts weiter als sich rumtreiben und Ärger machen. Okay, ich denke, wir sind jetzt mit Trainieren dran. Natürlich, aber es wird dir nicht viel helfen. Okay, Löwen, das wär's für heute. Im Laufschritt, drei rein, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Und so geht es weiter. Wunderbar macht ihr das. Knie hoch, Bauch rein, Brust raus. Sie sind mächtig in Schuss. Aber leider nicht wie Kinder. Hören Sie, die Löwen sind die Meister. Wir spielen morgen gegen Sie. Dabei sein ist wichtig, nicht gewinnen. Für Sie vielleicht. Wir gewinnen sowieso. Ihre Jungs gehören nicht in die Liga. Einfach kein Format. Sie sind der Trainer von Rumtreibern und Verlierern. Hm? Naja, was tut man nicht alles fürs Geld? Also, Freunde, hört zu. Die Löwen sind weg, das Feld gehört uns. Also gehen wir an die Arbeit. Wie heißt du? Mike Engelberg. Okay, du bist der Fänger. Wieso ich? Ich bin im Nasenbohren viel besser. Weißt du, du erinnerst mich einfach an Mickey Cochran. Wirklich? War der Nasenbohrer oder Fänger? Fänger.
Engelberg ist ein ganz toller Fänger. Wenn der in der Sonne steht, dann liegt das ganze Feld im Schatten. Hör zu, du Knirpsende. Mein Name ist Tanner. Sagen Sie nicht noch einmal Knirps zu mir, oder Sie können an der Knospe hier riechen. Verstanden? Sie sollten darüber nachdenken. Na gut. Also hört zu, Mr. Tanner. Ich muss versuchen, eine Baseballmannschaft aus euch zu machen. Hey, wie wollen Sie denn das machen aus diesen Nullen? Lupus, die große Saftgeige. Er kriegt doch weiche Knie, wenn er den Ball nur sieht. Stimmt gar nicht. Und Engelberg ist so fett, dass er nicht mal seine Füße sehen kann. Kann ich doch. Und die anderen wissen gar nicht, wie Baseball geschrieben wird. Das war eine nette Rede. Und jetzt rauf aufs Feld. Jeder kann auf der Position spielen, die er will. Ja, ja, raus, geh raus, raus, schnell! Wirf schon, stell dir vor, der Ball ist eine giftige Spinne. Ich krieg ihn! Ich krieg ihn! Das war mein Ball! Du hast ihn doch gar nicht gesehen! Also du da, auf dem ersten Mal, pass jetzt gut auf, jetzt kommt der Ball, einfach fangen! Nicht du! Was heißt hier, du sollst den Ball fangen, also nochmal von vorn! Du fängst ihn einfach, wenn er auf dich zukommt, also los! Schon wieder, Autsch! Ach, mein Sahnebonbon! Also dann, Werfer, versuchen wir es mal mit dir. Los, fang ihn. Fang ihn und wirf ihn rüber zum Mal. Lupus, fang auf! Nein, nicht rüber zu Lupus, zu uns, verstehst du? Hier rüber. Mach schon, Rudi. Okay, Tanner, du bist Halbspieler. Fang ihn und zurück zum Schlagmal. Heb den Handschuh auf und versuch's nochmal. So ein Quark. Alles klar? Was ist mit euch? Schlaft ihr im Stehen oder steht ihr im Schlafen, oder? Also aufwachen. Ich hab ihn. Ich krieg ihn, das ist meiner. Nein, ich hab ihn. Das ist meiner. Das ist meiner. Achtung, am dritten Mal. Fangen und dann zu uns zurück. Immer mit den Augen am Ball sein. Hörst du, am Ball? So nochmal. Und immer schön auf den Ball gucken. Es geht los. Also gut, ich versuche jetzt einen Stoppball. Also die Innenfeldspieler näher ran. Na, kommt schon näher ran. Das wird ein Stoppball. Aufgepasst. Geht nicht einfach rum und glotzt ihn an, na komm ja, schon! Komm, pack den Ball und werft ihn zum Brennen! Wer hat denn was von Schlägerei gesagt? Aufhören, aufhören, hab ich gesagt! Ist doch wirklich zu albern mit euch! Habt ihr schon jemals so ein Baseballspiel gesehen? Was geht denn ab, den Blödsinn? Das ist unmenschlich! Ich könnte jetzt so schön im Gefängnis schlafen! Na komm schon, Billy, du schaffst es schon. Lauf, lauf, sei du doch ruhig. Lauf, du schaffst es. Lauf. Wenn schon einer Daddy's Folly heißt. Schluss, ab heute wird nur noch beim Hunderennen gewettet. Daddy's Folly. Herein. Aber nur, wenn Sie kein Geld wollen. Ah, Mr. Buttermaker. Ich muss sagen, Sie haben mich enttäuscht. Warum haben Sie die Mannschaft aufgegeben? Was ist das für eine Art? Sie kommen hier reingestimmt und nicht mal ein volles Wort. Warum haben Sie aufgehört? Guten Tag. Ich habe Tanner kennengelernt. Das genügt mir nicht. Wie wär's denn mit Lupus? Reggie? Engelberg? Der Junge sieht gar nicht übel aus. Engelberg? Nein. Der da. Ach so, der. War ein guter Werfer. Vielleicht. Aber war er so erfolgreich, wie er aussieht? Oh, Sie haben wohl mit Ogilvy gesprochen. Hey, das ist aber ein hübsches Mädchen. Kommt mir so bekannt vor, Ihre Tochter? Oh, so ungefähr. Was heißt so ungefähr? Naja, das ist eine lange Geschichte. Vergessen Sie... Was wird denn das? Sie wollen wohl Ihr Garagendach teeren. Sie haben wohl noch nie einen Zigeunereintopf gesehen, aber ne? Noch nie einen, der so grauenerregend aussah. Ja, das Zeug muss nur ordentlich durchkochen. Nach 3 Wochen schmeckt es wie frisch gemacht, aber wir können es auch gleich essen. Sie haben sich noch Löcher in die Stiefel. Ich
möchte immer möglichst viel von einem Menschen wissen, bevor ich ihm sage, was ich von ihm halte. Oh, eine großartige Taktik. Okay, dann legen Sie mal los. Tischen Sie mir ruhig alles auf, dass ich geschieden wurde, Abwesenheit von der Truppe, vom College geflogen, 1000 Jobs hingeschmissen. Steht hier auch drin, dass ich der Leihbibliothek seit 30 Jahren ein Buch schulde? Sie scheinen sehr langsam zu lesen, was? Das ist ja gar nicht meine Akte. Das ist die über meine Kinder. Jetzt habe ich mein großes Maul für gar nichts aufgerissen. Sagen Sie das nicht. Ich fand's interessant. Darf ich Sie mal ganz was Persönliches fragen? Würden Sie sich zurückhalten, wenn ich Nein sage? Nein. Also. Soll ich Ihnen sagen, wo es bei Ihnen fehlt? Sie geben zu schnell auf. Sie haben so oft zu schnell aufgegeben, dass es Ihnen zur Gewohnheit geworden ist. Ich habe nicht alles aufgegeben. Aus dem College haben Sie mich rausgeworfen. Ah. Okay. 1-0 für Sie. Hören Sie, Mr. Buttermaker. Morgen ist das erste Spiel der neuen Saison. Wir kriegen keinen neuen Trainer mehr. Also, was sagen Sie jetzt? Das, was ich schon sagte. Bist du nicht auch meiner Meinung, Cow? Da hören Sie's. Also gut, Sie lassen mir keine andere Wahl, Mr. Buttermaker. Wollen wir sehen, wie es Ihnen im Gefängnis gefällt? Welch ein Jammer, da müssen Sie auf all diese Gemütlichkeit verzichten. Nicht doch, sowas bringen Sie doch nicht fertig. Die Nummer von der harten Lady haben Sie zwar toll drauf, aber Sie sind nicht gerade ein Scharfrichter-Typ. Oh, schöner Tag heute. Wir sind mit dem Gespräch noch nicht fertig. Also, wie ich schon sagte, die Jungs brauchen mich. Ich meine, für ein Spiel vielleicht. Das Spiel kann beginnen! Ja! Also, Jungs, denkt immer dran, was ich euch gesagt habe. Ihr schlagt sie, wie ihr es wollt, klar? Los, Rudi, das wird eine Rakete! Ja, gut, so macht's so weiter! Komm schon, Mann, du musst ein bisschen mehr Dampf draufgeben! Ach, komm schon, du Flasche! Wirf noch mal, du schaffst es schon! Oh, danke, Baby. Fang den Ball! Ach schon, du musst hinterherlaufen! Das ist ja Wasser! Fang den Ball! Hinterher, Mann! Los, los, Bären! Gut gemacht, Junge, gut. Mach schon, Rudi, vorwärts! Wirf ihn schon, Rudi, zeig's ihm! Nicht jetzt, Lupus, später. Zeig's ihm, Rudi! Ach, Mann! Fehlschlag, nächster Schlag, Mann! Immer auf den Ball achten, ihr sollt auf den Ball achten! Los, Rudi, du musst nach oben zielen, sonst trifft er ihn nicht. Ja, verstehst du? Immer nach oben. Nicht jetzt, Lupus, später. Alles in Butter, Jungs, ihr könnt nicht verlieren. Der hat keine Ahnung, der trifft das Ding nie. Oh. Oh. Auszeit, Auszeit. Reggie! Was? Fehlt dir was? Nein. Willst du ausgewechselt werden? Nein, wieso denn? War nur eine Frage. Nächster Schlag, Mann! Mach schon, Stein! Verpass ihm eine Rakete! Hochziehen, verstehst du? Schön hochziehen! Alter! Punkt, Junge! Du hast genug Zeit, die ganze Runde zu schaffen! Auf! An der Sachse! Nun wirf doch den Ball endlich! Zu mir, Rudi! Ich kann ihn stoppen! Ja! Ich hab ihn! Ja! Auf! Das wird ein Home Run! Gut gemacht, Junge! Was willst du? Was? Jetzt ist es vorbei. Ich musste mal aufs Klo. Das Gefängnis ist wohl die bessere Lösung. Lauf, Junge, lauf! Halte mich nicht
Auszeit! Auszeit! Das war's dann. Wir geben auf, okay? Die Bären geben auf! Das Spiel ist vorbei! Okay, Kinder, dann lasst mal an! Kampfruf hören! Kommt schon, Kinder, kommt ja, schon runter vom Feld! Ihr seid die Größten! Ja, ja, ja! Hey, Watermaker! Hören Sie, Freund, ich will Ihnen was sagen. Sie hätten es wirklich nicht besser machen können. Das war die richtige Entscheidung. Ihre Jungs sind einfach eine Beleidigung für den Baseballsport. Hey, einen Moment. Sie scheinen zu vergessen, dass es nur Kinder sind. Darf ich Ihnen guten Rat geben? Sie und Ihre Mannschaft gehören einfach nicht in diese Liga. Also warum hören Sie nicht auf und überlassen das uns Profis, okay? Hä? Hey, ich denke nur an Ihre Gesundheit. Watermaker. Die Jungs wollen einfach nicht mehr weitermachen. Sie sind am Boden zerstört. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sie recht. Stimmt das, ihr wollt aufgeben? Ja, wir wollen aufgeben. Wir sind alle nur Nullen. Wir haben so viel Ahnung davon wie Kängurus. Also, ihr wollt alles so hinschmeißen. Gut, soll mir recht sein. Ich brauche euch nicht. Aber merkt euch, aufgeben kann zur Gewohnheit werden. Am Anfang fällt es einem schwer, aber dann wird es immer leichter. Zuerst die Schule und dann der Job und langsam kommt man ins Schleudern. Bevor ihr euch umseht, steht ihr auf der Straße und dann verlässt man seine Frau und schwupps, ist man geschieden. Wenn ihr das wollt, okay, lasst euch nicht aufhalten. Aber ich will Ligameister werden. Und dafür muss man was tun. Was? Er hat was von Scheidung gesagt. Wieso sind wir geschieden? Und ich bin nicht mehr verheiratet. Vielleicht ist er verrückt. Kommt schon, Jungs. Gehen wir noch ein bisschen raus. Quatsch, wofür? Naja, so ein alter Mann sieht irgendwie doof aus, wenn er allein spielt. Und wollt ihr etwa, dass er recht hat mit dem, was er gesagt hat? Nein! Okay, du am dritten Mal. Aufgepasst. Fang ihn und wirf ihn zurück. Ja, so ist es gut. Immer auf den Ball achten.